Müsst drei Zigaretten im Tiny Telefon abgeben. Drei Zigaretten. Gibt's keine Very Friendly Bär mehr. Armageddon. Droht jetzt die totale Eskalation? Aber dann bin ich nachher nicht der Arsch, weil ich 5 Zigaretten habe. Nein, ganz im Gegenteil, du bist vielleicht der Arsch mit 7 Zigaretten. Die Bär Show geht in Runde 3. Mein Innerstes schreit, die Bär, die wird die Dschungelkönigin 222. Meine Zusammenfassung der 6. Folge, die Dschungelshow. Am Arsch hängt der Hammer. Willkommen zurück, ich werf uns mal die Zeitmaschine an. So sieht Lydia in circa 30 Jahren aus. Das ist jetzt fies. Doch das war erst die erste Strafe. Wiederholt wurden Regelstöße. Ist er untervögelt? Stöße begangen. Ihr habt im Tiny House geraucht, habt geschmuggelt. Hoffentlich keine Liebeskugeln in der Mumu wie die Müllerin. Eine Geschäftsfrau bin ich, okay? Ihr müsst 3 Zigaretten im Tiny-Telefon abgeben. 3 Zigaretten. Droht jetzt das Armageddon. Kindergartenscheiß hier. Ihr seid so klein gestrickt, dass ihr nur darauf wartet, dass irgendjemand was falsch mit das ihr bestrafen könnt. Das ist richtig. Das Konzept hat Burning Bear zumindest begriffen. Mich könnt ihr nicht bestrafen. Ihr trifft mich damit nicht. Mein Wille und mein Geist ist stärker als ihr mit euren Scheißregeln. Sie hat tatsächlich 3 Zigaretten. 3 Zigaretten? Zurückgegeben. Du kannst alle behalten. Dann mach du dir doch mal lieber noch eine, weil das ist ja für die Laune dann besser hier drin. Er befürchtet Schlimmstes. Und ich hoffe mal nicht, dass er zum nächsten Armageddon hier führt. Gibt's keine Very Friendly Bär mehr. Er kann alle 5 behalten. Ich höre sowieso das Rauchen auf. Ist das richtig verstanden? Lars will auf Nummer safe gehen und befragt eine Zeugin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Tag jetzt so harmonisch ablaufen wird. Doch die ist sich nicht sicher. Wenn sie heute ihren ersten Entzugtag macht. Kann ich mir echt gesagt auch nicht vorstellen. Ich muss das so krass ausleben. Aber dann bin ich nachher nicht der Arsch, weil ich 5 Zigaretten habe. Nein, ganz im Gegenteil. Du bist vielleicht der Arsch mit 7 Zigaretten. Besser ein Arsch als kein Arsch. Okay. Ich lass mich doch nicht mit Zigaretten erpressen, als wenn mir das was ausmachen würde. Am Arsch hängt der Hammer. Wollen wir hoffen, dass er da hängen bleibt und nicht geworfen wird? Ich liebe meinen Sohn. Ich vermisse ihn. Ich vermisse mein Enkelkind, obwohl ich es gar noch nie gesehen habe. Sind das Entzugserscheinungen? Sie tut mir schon echt leid. Nach so vielen Jahren weiß ich nicht, ob da noch irgendwer sich meldet. Also mich würd's freuen. Ich mach sowieso schon einen Seelenstriptease hier, aber ich kann mir ja nicht komplett ausziehen. Ach, RTL hätte wohl nichts dagegen. Meine Männer dürfen nicht älter als 19, 20 bis höchstens 25 sein. Höchstens? So. Ja, genau. Also, an alle Ü25-Gruftis. Dann fangen die schon an abzubauen mit 25. Dum, dum. Die bumsfidele Bär hat schließlich Ansprüche. Ebenmäßige Gesichtszüge. Auch Bärs Statisten haben etwas. Ich hatte noch nie ein Sexdate. What? Ja, ich hatte viele. War klar, oder? Hat er dafür den Prinzen abserviert? Ja, ich war in meinem ganzen Leben auch nur einmal verliebt. Kannst du bitte Dani sagen? Dani, du bist doch gar nicht dran. Obwohl, die Dani-Show war nicht so langweilig wie Lydias Leben. Mit meiner ersten großen Liebe war ich auch verheiratet. Okay, Dani, heitere uns auf. Eine Mutter, die hier drin ist, weil sie Geld für ihre Kinder verdienen will. Genug Hollywood, jetzt zur Prüfung. Solltet ihr falsch buchstabieren, bekommen die anderen beiden einen Stromschlag. Na, dann hätten die Damen zumindest mal wieder eine Regung im Körper. L-O-N-Hyaluron. Die
Die Bea weiß doch nicht mal, was das ist. Ejakulation. Ach, Mann, ey. Und das hat sie wohl vergessen. Hier einige unvergessliche Momente. Dass ich mich eben mit Vollidioten abgeben muss, das war mir nicht bewusst. Ich bin schon die Dschungelzicke, wahrscheinlich. Ja, das waren noch Zeiten. Oh, wie schön. Ja. Die Nacktschnecke Michaela Schäfer hatte so ihren großen Durchbruch und die beiden waren in love. Kim ist super, die ist mein kleines Schnäuzelchen. Ich will mich gerne an jemanden ankuscheln. Und Morster, aka Martin von Prince Charming und Couple Challenge, tat auf Hetero, tat also als Kims Freund für Schlagzeilen. Nein, doch. Jetzt mach dir mal nicht so einen Kopf. Ich fühle mich aber ganz mies. Musst du aber nicht. Oh, dass das Match sie so umhaut. Ich bin Versager. Wir haben trotzdem 5 Sterne. Liegt vielleicht auch am Nikotinentzug. Ich werde dieses Haus auf gar keinen Fall vermissen. Weil es eine kleine Scheißbude ist, ich Rückenschmerzen habe. Und dann will der Lutscher in den Dschungel? Mein Innerstes schreit, die Bea, die wird die Dschungelkönigin 222. Aber jetzt die wichtigste Frage. Bist du immer noch Nichtraucherin? Nee. Nachdem wir draußen waren, habe ich mir erstmal hier eine, da eine und 5 in den Mund gesteckt. Und jetzt die zweitwichtigste Frage. Wird Bea Dschungelkönigin 2022? Lars ist im Halbfinale. Glückwunsch. Dankeschön! Lydia! I will see you again, Mama! Ihr Dr. Bob-Geschmachte wirkt doch ganz schön billig. Eine billige Kopie. Wir haben doch schon letztes Jahr gesehen, wie der Prince immer die Ranger angeflirtet hat. Also das ist nur schlecht gespielt, schlecht nachgemacht. Was ist eure Meinung? Kommentieren, abonnieren. Ciao, ragazzi! Und jetzt ist Ruhe, verglühte Scheiße!